So, hallo liebe Werder-Fans. Ich bin ganz schön angepisst. Von den meisten Werder-Fans, also nicht von allen, aber von denen, die nach einem Spieltag schon wieder direkt meinen, wir sind im Abstiegskampf, Kofeld muss raus, Baumann muss raus, alles scheiße, Spiel scheiße, Spieler scheiße. Es war ein Spiel, wir haben davor einen starken Abstiegskampf hingelegt, eine relativ mäßige Relegation, es war wirklich nur eine mäßige, aber wie gesagt, wir hatten eine gute Vorbereitungsphase, ein relativ gutes Pokalspiel gemacht. Jetzt haben wir einmal verloren, die Tendenz war die ganze Zeit steigend und jetzt wegen einem Spiel ist die ganze Stimmung im Arsch. Die ganzen Fans dreschen wieder auf alle ein. Osako wollte man die kriegen, werden alle im Internet teilweise wirklich beleidigt. Kofeld wird runtergemacht ohne Ende, Baumann wird runtergemacht ohne Ende, obwohl wir mit Chong und Eras zwei richtig gute Verpflichtungen, obwohl er zwei richtig gute Verpflichtungen gemacht hat. Also jetzt hat man so ein schlechtes Fußballspiel gehabt. Ein Fußballspiel. Das ist überhaupt nicht aussagekräftig über die Entwicklung einer Mannschaft. Also ist das auch bei euch auf der Arbeit so, dass wenn ein Arbeitskollege mal einen scheiß Job gemacht hat, nachdem er da 2, 3 Tage dran gearbeitet hat und sagt ihr dann auch direkt, Alter, raus, neuer Mitarbeiter. Das geht doch nicht. Ich meine, wo ist der Rückhalt von den Werder-Fans? Dafür steht Werder. Wie oft haben wir denn schon ersten Spieltag versemmelt? Das ist einfach bei Werder oft so. Ein erstes Spiel, ein Bundesligaspiel, ist auch ein Orientierungsspiel. Das war jetzt der erste große Gegner nach langem. Hertha hat einen viel stärkeren Kader, die haben einen fetten Investor, der Kaderwert ist 110, 120 Millionen größer als unser. Die haben ganz andere Möglichkeiten, dass wir überhaupt erstmal so in diese Rolle in die Rolle gebracht wurden, dass wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen oder einen Unentschieden holen, war eigentlich schon mal natürlich nach dem 5:4 gegen Braunschweig von Hertha irgendwo in Ordnung, aber es war ja schon fast eine Erwartung scheinbar jetzt, so wie das hier gerade abgeht. Ich meine, das war ein fucking Spiel gegen eine Mannschaft, die auf dem Papier stärker war als wir. Und es war das erste Spiel, was immer ein Orientierungsspiel ist. Boah, also deswegen mache ich auch dieses Video, weil alle meinen, direkt wieder einzudreschen und das kotzt mich derbe an und ich finde das Verhalten wirklich, also das ist wirklich asozial und ungerechtfertigt. Weil Werder hat sich zuletzt wirklich gut entwickelt. Kofeld hat uns zwar in diesen Abstiegskampf überhaupt erst gebracht, aber dann schaut euch mal bitte die Verletztenliste an und generell den Kader. Wir hatten keinen Konkurrenzkampf mehr auf den einzelnen Positionen. Wir mussten lange mit Linksaußen mit Friedel spielen, der lange Linksaußen nicht gut drauf hatte. Erst zum Saisonende hat er die Position wirklich angenommen, muss man ja sagen. Jetzt ist er ja wieder Innenverteidiger. Das macht er auch richtig gut. Ich möchte jetzt auch gar nicht über Friedel reden. Mir gefällt die Entwicklung von ihm sehr, sehr gut, wirklich. Und er ist jetzt wirklich eine wichtige Stütze sogar in der Mannschaft. Ja. Und die einzigen, die ich hier in diesem Video jetzt mal selber bashen will, sind die Fans, die meinen, dass man jetzt hier wieder direkt den Trainer rausschmeißen soll. Ihr wisst, ich bin ein großer Kofeld-Fanatiker schon natürlich, aber wenn wer da jetzt irgendwie 20 Spiele in Folge verliert, dann sage ich auch, okay, Kofeld ist nicht der Richtige. Oder wenn wir wirklich auf Dauer schlechten Fußball spielen. Aber Leute, das war ein fucking Spiel. So, also, wo ist der Rückhalt, frage ich euch. Dann kommen wir noch kurz zum Hertha-Spiel. Also, Werder hat in dem 4-3-3 gespielt. Das war natürlich ein klarer Fehler. So, Kofeld hat aber gesehen, gegen Jena, wir haben Chong eingewechselt und schwuppdiwupp waren wir das dominierende Team, haben viel bessere Offensivläufe gehabt. Chong war fast an jeder Offensivaktion beteiligt. Kofeld hat gesehen, okay, wir müssen Chong einbauen. Einer der wichtigsten Spieler könnte er sein gegen Hertha. Deswegen müssen wir unbedingt 4-3-3 auflaufen. Problem war dabei nur, Sargent ist kein linker Stürmer, der konnte die Läufe nicht, der wusste nicht, wo er stehen soll, war an den Offensivaktionen kaum beteiligt, eher hinten, da hat er gut ausgeholfen, das war klasse. Selke ist ein Stürmer, der braucht einen Rambock vorne, der ihn unterstützt, der die Wege für ihn frei macht. Das hat der David, also mein Streamkollege, auch schon oft gesagt. Osako braucht auch noch einen dritten vorne drin, weil er kann nicht nur mit einem Stürmer und dann er selbst, das ist zu wenig für Osako. Osako ist auch einer, der braucht zwei vor sich, wenn er auf dem Zehner spielt. Das ist einfach so. Deswegen auch Osako wird so fertig gemacht in den Social Media. Immer wieder scheiße, Osako. Ganz ehrlich, denkt auch mal an das Köln-Spiel. Gegen Mainz hat er das wichtige 1 zu 2 gemacht. In einem Raute-System, wenn er zwei echte Stürmer vor sich hat, dann spielt Osako richtig guten Fußball. Und natürlich hat er auch mal schlechte Tage und das ist auch das Problem ein bisschen bei Osako, dass er ein bisschen schwankend ist. Aber meistens, wenn wir mit einer Raute spielen und er auf dem Zehner ist, und ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, gegen Hoffenheim stand er auch auf dem Zehner, hat ein, zwei Tore gemacht. Dann funktioniert der Junge. So, dann Klaassen, der geht auch beim 4-3-3 unter, weil er eher auf dem Achter, beziehungsweise fast eher auf dem Sechser gespielt hat. Eggestein und Klaassen waren für mich beide eher Sechser-Spieler, weil die ganze Zeit vor unserer Box standen. Dafür sind die beide eigentlich nicht gemacht. Die müssten eigentlich ein bisschen weiter vorne stehen und hinten brauchten wir den Eras. So, auch da waren Fehler. Dann Selassie war ein kompletter Totalausfall. Insgesamt hat das ganze Werder-Konstrukt nicht funktioniert. Aber
Das war ein Spiel. Ich betone es nochmal, es war nur ein Spiel. Und es müssen nur ein paar Schrauben gedreht werden und dann funktioniert das. Ich sag's euch, das wird so kommen. Selassie, wie gesagt, war ein Totalausfall, deswegen haben wir schon mal, glaube ich, allein zwei oder drei Gegentreffer bekommen. Das 4:1 war besonders bitter, ich glaube, war das 4:1, das 3:1. Nee, es war das 3:1, glaube ich, wo Pavlenka den Arm eigentlich dran hatte und dann ist er doch noch ins Tor gesprungen. Das ist bitter. Gut, wir haben auch einmal Glück gehabt, muss man sagen, aber im 4:1 wurde Eggestein gefoult, war aber keine neue Spielsituation direkt, deswegen wurde er nicht abgepfiffen. Und wir haben bis zur 40. Minute stand es 0:0. Wir haben da bis dahin richtig gut wieder gestanden. Und ich habe auch gesagt, Werder steht defensiv mittlerweile richtig stark. Und das ist auch so. Wir haben einfach auch nur ein bisschen Pech gehabt. Und Hertha hat richtig gutes Spiel offensiv gemacht. Die haben fast jeden Torschuss reingehauen. Und die haben verdammt viele schnelle Offensivspieler. Und wir haben halt noch eine relativ langsame Abwehr, was noch ein kleines Problem ist. So. Aber mit einer Raute würde das Spiel von Werder komplett anders aussehen. Osako könnte mit den beiden Stürmern vorne viel besser agieren. Selke hat einen anderen Stürmer an der Seite, der ihm ein bisschen Platz schafft, so wie Füllkrug. Füllkrug ist perfekter Rambock für Selke. Und Sargent muss dann nicht mehr links alleine gucken, was er macht, weil der wird dann entweder eingewechselt oder spielt für Füllkrug oder für Selke mal. Und Chong kann im rechten Mittelfeld glänzen und blühen und bekommt, weil wir zwei Stürmer vorne haben, auch gleich viel mehr Raum. So. Das war's.